Hallo und herzlich willkommen zu Satanische Musikagenda. Diesmal die Folge 87, Phil Collins die Vierte. Und heute kommen wir endlich mal zu dem, worauf wahrscheinlich alle warten, die Phil Collins gut finden oder zumindest bis jetzt gut fanden. Und damit ich da jetzt nicht so ganz alleine bin, habe ich mir hier in der Stunde der Wahrheit bei Jocklers Wars und Disinfo und Jockler 66 den Moin Moin Jörg mit ins Boot geholt. Hi! Moin Moin! Ja. Immer wenn du die Sendung so ankündigst, die so und so vielte und die vierte von Phil Collins, dann denke ich immer an so eine Filmklappe, weißt du, so klapp und jetzt Film ab, Action. Ja? Ja. Ja, dann kann der Film losgehen. Und ja, genau. Ich will auch gar nicht groß eine Einleitung machen, die dann sowieso nur das Thema ein bisschen aufhalten würde. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt die nächste Sendung machen, wenn es auch später ist, als eigentlich geplant war. Wofür ich mich entschuldige, aber ich möchte mich nochmal eben ganz offiziell bedanken für die Dinge, die du mir geschickt hast. Dieses tolle Kabel, mit dem man einen MP3-Spieler ins Autoradio anschließen kann, das kann ich auch mit meinem Telefon machen. Und deswegen habe ich heute Nachmittag von Perry und von Tom Fress eine Sendung im Auto gehört, als ich Taxifahren war. Und das freut mich sehr, dass das funktioniert. Das ist doch schön, ja, wenn man das übers Autoradio hören kann. Ja, das ist übers Autoradio hören Sendungen von, wie gesagt, Perry, der viele Videos aufnimmt, wo er über allgemeine und biblische Dinge spricht. Und natürlich Tom Fress, Sachen, die ich mir anhören kann. Ich höre eben keine Musik mehr. Und ich höre keine Musik mehr, nicht weil wir hier die satanische Musikagenda machen. Ich höre keine Musik mehr, seit ich ein wiedergeborener Christ bin. Ich habe früher, und das wisst ihr ja inzwischen aus den früheren Videos, ich habe Kiss gehört, ich habe AC/DC gehört, Guns N' Roses, Rammstein, Eminem, all diesen ganzen satanischen Kram. Ich habe die Dinger mitgebrüllt bis zum Exzess und ich fand das alles so toll oder wie man so schön in Neudeutsch sagt, geil und so weiter und so weiter. Und als ich ein wiedergeborener Christ wurde, da ging mir das alles furchtbar gegen den Strich. Ich mag seitdem einfach diese Dinge nicht mehr hören. Und deswegen höre ich mir dann interessante Lesungen oder Beschauungen oder was von Perry oder von Tom Fress oder was im Autoradio an, aber eben keine Musik mehr. Musik gibt mir nichts mehr. Und jetzt ist es nicht, dass wir diese Sendung machen, um euch Musik auch malig machen zu wollen, aber wenn der Heilige Geist bei euch dasselbe wirkt wie bei mir, dann ist das doch schön und dann könnt ihr gerne dazugehören zu den Leuten, die sagen, diese Musik gibt mir einfach nichts mehr. Satan hat auf mich keinen Griff mehr, versteht ihr? Das ist der Punkt. Weil früher war ich da so drin aufgegangen, habe ich da so viel Spaß drin gehabt und der Satan, der hat auch seinen Spaß gehabt. Der hat sich nämlich die Hände gerieben und gesagt, guck mal, den Jörg, den habe ich hier. Nee, den hast du nicht mehr. Und hoffentlich trägt diese Sendung oder tragen diese Sendungen, die Michael immer sehr akribisch vorbereitet, dazu bei, dass auch ihr euch in die Reihe einreihen könnt. So, jetzt habe ich doch wieder eine lange Speech zur Einleitung gehalten, aber das wollte ich mal eben loswerden. Und nochmal ein Dankeschön an Michael für das Zusenden der Sachen und auch ein Dankeschön für deine sehr akribische und wunderbare Arbeit in der Vorbereitung dieser Themen und dieser Videos immer, wo wir dann jetzt halt in die 87.-4. Sendung gehen. Bitteschön. Ja, und heute Abend ist quasi eine Premiere. Ich mache jetzt hier die deutsche Sendung nach der englischen. Sonst hatte ich das ja immer so umgekehrt mal gemacht, dass ich englische Sachen nachsynchronisiert habe, aber die Deutschen kommen wahrscheinlich trotzdem früher raus. Wenn wir ja in Seite 60 nochmal reinspringen im Skript, in was ich dem Jörg geschickt habe, da haben wir ja zuletzt bei dem Phil Collins aufgehört, bei dem Song Jesus, He Knows Me. Und das ist nochmal das letzte zu dem Lied. Da gibt es nämlich ein Cover zu, wo der Phil Collins da mehr als sich einen ablacht und einen grinst und dann halt sagt, meine Güte, ne, selbst das kaufen die mir ab. Und damit ihr jetzt dem Phil Collins nichts mehr abkauft, könnt ihr jetzt mal auf die nächste Seite springen. Da kommt endlich das Lied, was jeder von ihm kennt. Beziehungsweise das Album erstmal. Links auf dem Bild ist er mit dem Album, auf dem Albumcover, so wie er damals aussah, 1981. Da war er ein paar Tage jünger. Und rechts auf dem Cover jetzt halt das, die neueste Version davon, da ist er halt ein paar Tage älter. Und dieses Album heißt Face Value. Und Face Value ist ein amerikanischer, englischer Begriff und der heißt Nenngeld oder Nennwert. Und Nennwert ist der halt auf dem Geld oder auf der Münze beispielsweise aufgedruckte Wert, völlig unabhängig, welchen Kurs der gerade hat. Also zu Deutsch,
Es ist eine Doppeldeutigkeit, das heißt Nennwert. Da jetzt auf dem Bild eben keine Note oder keine Münze drauf ist und keine Aktie, bezieht sich das natürlich auf den Wert von Phil Collins Gesicht. Ja, also er ist dann quasi, wenn man so will, die Marke. Ja, damit ist dann letzten Endes klar, dass er derjenige ist, der da quasi sich selber verkauft oder sich selber anpreist. Er ist die Ware mit seinem Face Value. So heißt das Album, was da rausgekommen ist. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das ist das Album, herausgekommen ist es am 9. Februar 1981. Das bezieht sich jetzt hier auf Deutschland, die Sachen. 19 Millionen Mal verkauft worden. Auch seine ganzen anderen Alben sind mehr als gut gelaufen in den 80ern. Er war einer der absoluten Top-Seller in den 80ern. Und deswegen kann man nur eins dazu sagen, also meine Güte, wer hat wohl keins davon im Plattenladen oder im Plattenschrank von dem oder im CD-Schrank? Da ist eine ganze Menge gelaufen. Aber ich. Das Album... Bitte? Ich. Du. Ja, du. Du zählst nicht. Du bist jetzt hier nicht so die Phil Collins Arena. Du bist so diese Kiss-Sektion. Und beides zusammen, so jemand, der Kiss und Phil Collins in den 80ern gut fand, da gab es da nicht so viel. Die Schnittmenge ist, glaube ich, da nicht ganz so groß. So, Phil Collins ist so eher so, ja, der hat ja ziemlich seichte Musik in den 80ern auch gemacht. Ne? Wenn man so denkt an Two Hearts oder jetzt hier a Groovy Kind of Love und You Can't Hurry Love, das ja hat ja alles nichts mehr mit Rock zu tun oder so. Ne? Das ist ja alles sehr sanft. Aber wie gesagt, guckt euch das an. Der Typ hat wirklich absolut abgesahnt, der Herr Collins. Machen wir mal weiter. Ja, 22 Millionen alleine mal verkauft, seine Live-LPs da, das sind richtig Hammerzahlen, das sind richtig gute Zahlen. Ja. Machen wir ruhig mal weiter und jetzt gleich kommen wir eben zu den Singles. Ja, die erste Single aus diesem ersten Album von ihm kommt am 5. Januar 1981 raus und heißt In the Air Tonight, in der Luft heute Nacht. Diese Single ist eingestiegen im Januar 1981 in den Top of the Pops, in englischen Hitparaden da, wo früher der Jimmy Savile, den ich ja auch mal behandelt habe, in einer kleinen Extralesung Glamrock R1, der größte Pädophilie- und Nekrophilie-Fall in den Vereinigten Königreichen jemals, 1981 im Januar auf Platz 36 eingestiegen und dann in der nächsten Woche auf Platz Nummer 3. Und die anderen Plätze waren teilweise blockiert von John Lennon, der am 8. Dezember 1980 von Mark Chapman vor dem Dakota Building erschossen worden ist. Und der hatte natürlich dann so die hohen, der teilweise hatte der 3 Platten in den Top 10 gehabt damals. Ja, also es geht sich jetzt hier, ihr habt schon alle geahnt, um In the Air Tonight. Die Single ist veröffentlicht worden am 5. Januar 1981. Demzufolge ist sie auch 1980 aufgenommen, also produziert worden. Von diesem Album gibt es 3 Titel. In the Air Tonight, I Missed Again, also ich habe wieder daneben geschossen oder ich war wieder daneben. Und If Leaving Me Is Easy, zu Deutsch, wenn mich verlassen einfach ist. Ne? Also mich zu verlassen ist einfach. Das sind die 3 Singles, die rausgefolgt sind. Der größte Hit und sein Signatursong ist In the Air Tonight. Alles andere interessiert uns insgesamt für Phil Collins nicht mehr. In the Air Tonight ist das letzte Lied, was ich von ihm bespreche, weil das ist so gehaltvoll, da brauchen wir den ganzen anderen Rest nicht mehr. Wir sind ja hier nicht bei Pink Floyd oder Peter Gabriel. Also, nächste Seite, neues Glück. Also ihr seht, in den 90ern war er nicht mehr so erfolgreich, aber nach wie vor, heutzutage ist er immer noch bekannt durch dieses Lied. So, der folgende Text ist von dieser Webseite von dem Jochen Scheidt. Der sagt, Popsongs und ihre Hintergründe, Phil Collins In the Air Tonight. Wenn die Gerüchteküche erst einmal kocht, ist kein Kraut dagegen gewachsen. Denn Phil Collins hat mal wieder geschwindelt, beziehungsweise sind Gerüchte im Umlauf, die eben überhaupt nicht stimmen, dieses Liedes betreffen. Ja? So, Phil Collins hat selber oft genug betont, alles quasi gelogen. Da sind wir schon wieder bei dem ersten Text aus seinem Lied Lying, Crying, Dying, das ersten Song, den er da gemacht hat. So. Und darum ist es dann halt auch völlig unsinnig, jetzt großartig um den heißen Brei rumzureden. Ja, das, was da alles beschrieben wird, von wegen, dass Phil Collins sich eine Szene angeschaut hat, wo ein Mensch ertrinkt und ein anderer, der hätte helfen können, das nicht tut und er nicht eingreifen konnte, ist alles gelogen. Es stimmt überhaupt nichts. Und es stimmt auch nicht, dass dieser Mann Besucher seiner Konzerte gewesen ist und der Phil Collins ihn da halt quasi dieses Lied ins Gesicht geschmettert hat. Nichts davon ist wahr. Daraufhin gibt es einen Videoausschnitt aus einem amerikanischen
amerikanischen Late-Night-Serie, die der Jörg auch hat. Ich weiß nicht, ob er es gerade zur Hand hat. Das heißt dann hier Phil Collins Interview. Wenn er das hat, kann er es einspielen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Das hast du mal so vor 2 Wochen oder so bekommen. Ich weiß jetzt nichts davon. Es war Itat, ganz links unten, links unten, links unten, links unten. Jawohl, ja. Da frage ich mich immer, ob der Interviewer vielleicht auch so ein bisschen was Seltsames genommen hat, weil der Interviewer auch ziemlich albern ist. Wir brauchen nur bis 1 Minute 20. Nothing davon ist true. Also, dann spielen wir mal ein. Danke. But you, is this true that this is what happened? This is what I heard. You were outside at night and there's a you saw somebody saw someone drowning and he didn't and he let him drown. He let him drown and you go, oh, yeah. And you watch the man basically murder somebody. And then so instead of calling the authorities, you invited the man, the stranger, to your concert. Shone a light on him. You shone a light on him. And you sang in the air tonight and you go, I know what you did, buddy. Yeah. Oh, my God. Okay. That is the best story I've ever heard of. I know. Unfortunately, none of it's true. What? You know... I was just pissed off, you know, I was angry. At what? Well, you know, you go through a divorce and, you know, sometimes it's like, please, I love you, I love you, I love you, don't hang up, don't hang up. And then it's like, well, you. Yeah. And then, of course, that's when a song like In the Air Tonight comes out. There's obviously a lot of anger in there. Ja, okay, prima. Das ist auf jeden Fall schon mal als Hintergrundinformation ziemlich wertvoll. Da haben wir es hier mit eigenen Ohren sozusagen gehört, dass Phil Collins erzählt von wegen dieser Geschichte mit dem Ertrinken ist völlig Banane, die ist nicht wahr. Er ist damals durch eine Scheidung gegangen und er war voller Aggression und Hass, als er dieses Lied geschrieben hat und er weiß auch selber gar nicht, was es bedeutet. Das ist schon mal sehr interessant, dass ich nicht weiß, was es bedeutet, wenn ich etwas niederschreibe. Dann frage ich mich auch wirklich, ob seine Alkoholsucht nicht vielleicht ein bisschen größer war als geplant. Definitiv ist es so, er veräppelt uns jetzt hier, weil er sagt, nö, ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Ja, das ist eben gar nicht das, was in irgendeiner Art und Weise jetzt hier sinnvoll wäre. Denn er sagt selber, es würde von seiner Frau Andrea jetzt irgendwie lauten. Es würde seine Frau Andrea um seine gescheiterte Ehe gehen. Das ist völliger Unfug. Seine Frau ist nicht einmal in dem Lied benannt. Ja, so. Und deswegen kann auch hier der nette Mensch mit der Webseite uns nicht weiterhelfen, denn der weiß also auch nicht mehr und vor allen Dingen ist der in Symbolik und solchen Sachen wahrscheinlich auch nicht geschult. Also, auf der nächsten Seite sehen wir jetzt immer, man ist etwas Geheimnisvollen auf der Spur und will gar nicht hören, dass sich das alles ganz einfach erklären lässt. Ja, aber man kann auch beispielsweise etwas Geheimnisvollen auf der Spur sein und dann einfach mal alles aufklären. Ne? Das hat eben mit Weihnachtsgeschenken nichts zu tun, auch wenn heute jetzt so benanntes Weihnachten ist, sondern mit der Wahrheit zu tun. Und deswegen sage ich jetzt das, was da ausnahmsweise fett rot in gelb markiert ist, sage ich jetzt ausnahmsweise mal. Das Lied vom Verlassenwerden ist nicht In the Air Tonight, sondern If Leaving Me is Easy. Denn mich zu verlassen ist einfach. Das ist das Lied, was eigentlich über seine Trennung geht, vermutlich geht. In the Air Tonight hat damit nichts, aber auch wirklich null, niente, nada, nothing zu tun. Also kommt hier die Auflösung und die wird ein bisschen umfangreich, nämlich wahrscheinlich 2 Sendungen. Aber wir fangen mal los und wir fangen einfach mal an. Auf der nächsten Seite haben wir dieses Plattencover, das genau der LP entspricht. Da kommen wir also jetzt irgendwie mal nicht weiter, außer dass wir sehen, es ist schwarz-weiß und ziemlich duster und genauso klingt dieses Lied auch. Es ist also kein Liebeslied, alleine schon von der Melodie nicht her. Es ist also ein Drum-Recorder-Rhythmus und dieses Lied ist, wie gesagt, 1980 aufgenommen worden und fast 5 Minuten lang. Auf der nächsten Seite sehen wir jetzt eben, dass bei... Ja, da geht schon los... Der Text bleibt inhaltlich vage und unterstreicht die düstere musikalische Atmosphäre des Songs. Ist nicht meine Interpretation, das steht hier. So lässt sich der Sänger beispielsweise offen, an wen er sich mit seiner direkten Anrede richtet, ebenso wie die Frage, auf welches Gefühl er sein Leben lang gewartet hat. Mögliche Interpretationen und Deutungsansätze wies Collins immer wieder zurück. Der Text sei im Studio von ihm vollständig improvisiert worden und habe demnach keine von ihm beabsichtigte tiefere Bedeutung oder direkte biografische Bezüge. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Lying, crying, dying. Ja. Lügen, heulen und krepieren. Ja.
So, und das ganze Ding ist also sehr staccato-artig, wie so ein Song von Peter Gabriel aufgebaut, also sehr percussion-lastig, und später bricht dann alles zusammen, kommt ein Drum-Solo und dann fängt er da an zu singen, wirklich. Ne? Vorher ist das mehr oder weniger ein schon fast ein Rap-Gesang, und nachher fängt er dann wirklich an, lauter zu werden, und das Lied nimmt dann an Fahrt auf. Aber das ist jetzt immer noch nicht das, was uns weiterführt. Denn wir kommen auf der nächsten Seite nach zwei Sachen, wo wir wieder die Alarmglocken läuten hören, sozusagen. Wenn da nämlich steht, der markante Sound. Moment, wo bin ich jetzt? Ja, hier, achso, geht ja noch weiter, geht ja hier noch Trivia. Ja, ja. Dieser Drum-Sound ist eben, du hast die neue Version, geschickt vom Skript, ja. Die Version von Peter Gabriel, diesen, ja. Drum-Sound ist auch bei Peter Gabriel zu hören, ist ja auch kein Wunder, denn Phil Collins hat da Schlagzeug gespielt bei Peter Gabriel auf dem letzten Album aus dem Jahre 1980. Wir drehen uns immer noch um diesen Zirkus 1980 rum. Entschuldigung, eben zu dem Papier. Das hat auch einen ganz harten Seitenumbruch. Guck mal, ich kann die Seite gar nicht ganz langsam runterscrollen, wie ich sonst immer konnte. Das kann sein, dass es mit einem anderen PDF gemacht worden ist, das weiß ich nicht. Ja, ich das mehr wohl, PDF, weil deswegen ja. Ist das so. Jetzt sieht man immer gleich die ganze Seite, sonst konnte ich immer sagen, ich scroll so weit runter so. Und zeige das. Ja, okay. Ja, nee, dann hat das dann. Ist nur für dich zur Information, dass ich das leid, deswegen ja. So zeige. Ja, ja, okay, ist nur, dass du es weißt, warum das so ist. Ne? Ja, das ist nicht, dass ich prima. Das mache. Ne? Gut. Okay, also hier steht, dieser Drum-Sound kam zufällig, weil am Mischpult etwas versehentlich rückwärts gedrückt worden ist. Ne? Also alles klar. Ne? Also versehentlich, zufällig gibt es nicht. Also das war letzten Endes alles so dann geplant, denn er war nicht der Erste, ja, sondern dieses zufällig, versehentlich bezieht sich auf Peter Gabriel. So, und der Phil Collins hat denselben Sound jetzt benutzt. Das ist aber auch noch nicht das. Das, was jetzt noch kommt, ist, diese ganzen Legenden kommen jetzt auch ausgerechnet von Künstlern, die wir eben nicht als positiv wahrnehmen, beispielsweise von Eminem, weil Eminem auch in seinem Lied Stan, was ein paar Tage jünger ist, und er macht nicht umsonst halt diesen Manu Cornuta mit den Fingern da, ne, diesen Teufelsgruß, da hat er dann auch eben diese Zeile reingeworfen von wegen diesem angeblich Ertrinkenden, auch wenn du mir sagen würdest, dass du ertrinkst, würde ich dir nicht helfen. Ja, Wut und Rache. Also, bringt uns nicht weiter. Gucken wir auf die nächste Seite, was denn da Sache ist. Ja, zufolge wären das Eheprobleme und du kannst dir dein Grinsen verkneifen, ich weiß, wo du gewesen bist und so weiter und so fort. Ja, es ist alles, wissen wir ja schon, none of it's true. Nichts ist wirklich wahr. Lying, crying, dying. Wir machen weiter. Ich will euch da nicht auf die Folter spannen, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht. Aber wie gesagt, dieses Lied hat eine ganze Menge Reminiszenzen. Ja, und zwar die nächste, die kommt nämlich jetzt sofort. Da sehen wir, oho, Miami Weiß. I Can Feel It Coming in the Air Tonight war in der ersten Folge, in der Pilotfolge von Miami Weiß, das meistbeliebteste oder das prominenteste Stück und ist bis heute die Signatur sozusagen von Miami Weiß. Es ist genau dieser Umbruch oder genau diese Passage, wo dann dieses Lied eingespielt wird. Und wo genau ist dieses Lied eingespielt worden, sehen wir auf der nächsten Seite. In dem Pilot, der da heißt auf Englisch Brothers Keeper. Die In the Air Tonight Szene ist die denkwürdigste und berühmteste Szene in der Fernsehserie Miami Vice und wird regelmäßig als einer der größten und einflussreichsten Momente in der Geschichte des Fernsehens bezeichnet. Es kommt in der Pilotfolge Brothers Keeper vor, ja, in Teil 2. Und Brothers Keeper ist der direkte Bezug zur Bibel. In Genesis 4,9. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Da sprach der Herr zu Cain, Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Von dem Erdboden. Ja. Und deswegen ist es so, dass da diese Sequenz in Miami Vice bekannt ist und jeder kennt, wenn er die Szene sieht, mit dem gefakten Ferrari, der keiner ist. Also wir haben schon wieder eine Lüge da drin. Das ist kein Ferrari Daytona Spider, das ist eine Corvette C3 umgebaut. Und dieses Lied wird in dem Kontext gebraucht eines Brudermordes, Brothers Keeper. Diese
Episode bezieht sich darauf, dass der ehemalige Partner des Protagonisten erschossen oder ermordet worden ist und er mit seinem neuen Kompagnon aus New York jetzt genau zu diesem sogenannten Drogenbaron hinfährt. Und das ist eben eine tödliche Auseinandersetzung. Wir werden diese Passage dann auch noch später einspielen. Das heißt, dieses Lied ist in dem Kontext eines Mordes verwendet worden. Dieses Lied ist auch in dem Kontext dieser Episode Brother's Keeper, wo es über einen Brudermord geht, verwendet worden. Schon wieder stellen wir fest, dieses Lied hat keinen Bezug zu irgendeiner Hochzeit, Trennung, Liebesgeschichte, wie auch immer. Geckigerweise fährt nämlich dann der Sonny Crockett Don Johnson genau an der Telefonzelle vorbei, um sich bei seiner Ex-Frau nochmal nach den emotionalen Befinden zu erkundigen, also weil er von ihr geschieden ist. Also die Reminiszenz ist da drin bei Amy Weiss. Bei Miami Vice. Aber nochmal, es geht sich da alleine schon bei dem Titel und bei der Verwendung des Liedes um eine tödliche Begegnung. Gut, machen wir weiter. Das ist jetzt alles, das Lied ist zweimal gebraucht worden. Beim zweiten Mal heißt es eine Kugel für Crockett. Also da haben wir auch schon wieder dieses Thema drin, dass es da um etwas Gefährliches geht. Ne? Eine Kugel für Crockett. Crockett ist Sonny Crockett. Das ist Don Johnsons alter Ego in dem Film, wollte ich gerade schon sagen, in der Fernsehserie Miami Vice, die mitbekannteste Fernsehserie der 1980er, definitiv. So, und Phil Collins hat damals ja auch da gewohnt in Miami. Ne? Von daher ist er ja nicht nur einmal da aufgetaucht, sondern er ist einmal selber aufgetaucht und er ist einmal aufgetaucht da in dieser Folge Phil's Tricks. Ne? Phil the Shim. So, Phil Collins in the Air Tonight, Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in Österreich, Nummer 1 in der Schweiz, Nummer 2 in England, Nummer 19 und eine goldene Schallplatte in USA. Das Video fängt wie folgt an. Phil Collins steht da links, ja, vor seinem Schwarz-Weiß-Bild sozusagen und im nächsten Bild selber fliegt sein Kopf weg, sein Kopf explodiert. Bang, ist der Kopf weg. Er steht dann da plötzlich ohne Kopf. Das heißt, wir haben schon hier den Indiz, es muss irgendetwas mit dem Kopf zu tun haben. Warum explodiert sonst sein Kopf? Ist er so sauer auf seine Frau, dass der Kopf explodiert? Gucken wir uns das an. Was sagt der Songtext? Der Songtext sagt, ich übersetze in Deutsch, ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht, oh Lord. Ich habe für diesen Moment mein ganzes Leben gewartet, oh Lord. Ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht, oh Lord. Und dann kommt so eine Art Grollen. So für eine Gitarre, so ein richtig angeschlagener, ganz langer Nachhall. So. Das Lied bezieht sich in der ganzen Zeit auf die Ego-Form. Ich. I can feel it, I've been waiting, I can feel it, I can waiting und so weiter. Ich. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal eine absolute Egoismus drin. Absoluter Egoismus. Egoismus ist immer Zeichen von der dunklen Seite. Egoismus ist halt das Gegenteil von Nächstenliebe. So, er sagt jetzt hier die ganze Zeit, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Und jetzt haben wir mit dem Lord ein Problem. Wir haben hier keinen Namen, wir haben einen Titel. Hier steht also nicht drin, oh Andrea, für seine Ehefrau, je nachdem wie die jetzt hieß zu dem Zeitpunkt, oder seine Affäre, er hat ja mehrere Frauen und Affären gehabt, also egal. Hier steht kein Name drin, hier steht ein Titel drin. Und da wir wissen, der Phil Collins, der kommt aus England, aus Großbritannien, ist ja auch geadelt, da hat Lord eine bestimmte Bezeichnung, die gibt es hier in Deutschland gar nicht so. Also Lord ist ein Adelsrang. Geht schon mal mit los. Also kann jetzt alles Mögliche heißen. Ja, im Deutschen heißt das beispielsweise in der englischen Kirchensprache, heißt das dann, oh, Herr für Gott zum Beispiel. Aber warum sollte denn jetzt hier der Phil Collins Kirchensprache gebrauchen in einem Popsong? Na? Also, Lord kann heißen Herr oder in der englischen Sprache oder schottischen Sprache Laird. Es kann einfach eine höher gestellte Persönlichkeit aus der englischen Nobility sozusagen sein. Und in schottische Bezeichnung für Lord heißt Laird. Die erreicht man dann, die bekommt man dann verliehen, wenn man einen Landbesitz in den Highlands hat oder auf den Shetlandinseln und so weiter und so fort. Zum Beispiel der Herr auf der nächsten Seite. Ja? Aber Lord ist eine allgemeine Bezeichnung für den hohen Adel, wird speziell für die Anrede der Peers, insbesondere der Barone, gebraucht. Lediglich der Duke wird nicht mit Lord angesprochen. Also, Genesis hat vorher das Album gemacht, Duke, wo der Typ vor dem Fenster steht. Und der Duke steht extra auf Wikipedia drin, ist derjenige Adelstitel, der eben nicht in England mit Lord angesprochen wird, der aber natürlich auch zum Adel gehört.
schon interessant. Ne? Da ist eine ganz eindeutige Hierarchie, beziehungsweise ist eine ganz eindeutige Trennung. Möglicherweise hängt ja dieses Album von Genesis Duke dann doch irgendwie mit Phil Collins zusammen, denn die beiden sind ja ungefähr gleich herausgekommen. Erst kam Genesis, dann kam Phil Collins Solo. Machen wir mal weiter. Laird zum Beispiel ist Aleister Crowley, Laird auf Boleskin. Das heißt, er hat einen Landbesitz gehabt, der einer der schlimmsten Satanisten in England, der ja auch auf dem Cover der Beatles LP, CD, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist, der hat den Titel Laird of Boleskine. Warum? Weil er dieses Boleskine-Haus gekauft hat und das ist nachher dann verkauft worden an Led Zeppelin-Gitarrist und Producer Jimmy Page. Ja, da haben wir dann den Lord Page anscheinend, den Laird Page. Also wie gesagt, man kann auch zu so einem komischen Titel kommen, wenn man dann halt ein sozusagen, ich sag mal so salopp gesagt, ein Großgrundbesitzer ist oder aus Höflichkeit als Lord angeredet wird. Macht das jetzt hier mal so der Vollständigkeit halber. Und die Tochter eines hohen Adeligen wird dann Lady, zum Beispiel, wie da unten steht, Lady Diana Spencer, also die Ex von Prinz Charles. Die war ja auch auf einem Foto drauf mit Phil Collins. So haben wir jetzt nur so einen kleinen Rundumschlag schon, ne? So, machen wir mal auf der nächsten Seite weiter. Da gibt es tausende und hunderte Lord, hier sind eine ganze Menge Lord, Little Lord, Advocate, Lord Speaker. Es gibt ja auch dieses House of Lords und es gibt spirituelle Lords, also anglikanische Bischöfe und zahlreiche sonstige Amtsträger, das sind dann Temporal Lords. Also in England ist die Situation nicht so ganz eindeutig, aber interessant schon mal, wie gesagt, der Duke und die Duchess, also der Herzog und die Herzogin, werden nicht mit Lord angesprochen. Warum hat jetzt Genesis das Album Duke genannt? Keine Ahnung. Gucken wir weiter. Wir sehen im nächsten, wir sehen wir eine weiße Lampe und das Licht kommt von oben herunter in Form einer Pyramide. Was ist das denn für ein komisches Ding? Eine Pyramide? Pyramide, da war doch was. Da war doch was mit Freimaurern und einer Pyramide. Ja, da habe ich es mal ein bisschen größer, ein bisschen heller gezogen, damit man es ein bisschen besser sieht, ne? So, die Pyramide, die von da oben kommt, in so einer komischen Pyramidenform, ist ja jetzt auch nicht so unbedingt alltäglich. Ne? Also, wenn von oben aus irgendeine Luke ist mit einer Pyramide, tja, ich habe auf die nächste Seite, hoffe ich zumindest in dem Skript, genau, da habe ich mal die Pyramide von den Freimaurern da eingezeichnet. Ne? Weil es gibt ja immer noch so die Möglichkeit, dass Phil Collins ja unter Umständen Freimaurer ist. Das erklärt uns jetzt noch nicht den anderen Rest. Aber es bringt uns schon mal auf die Spur, dass wir sagen, irgendetwas stimmt da in dem Video nicht. Und das kommt jetzt letzten Endes in diesem Bild. Denn eine weiße Gestalt steht draußen vor dem Fenster. Wir erinnern uns. 1980 nimmt Peter Gabriel sein Album auf, Melt, mit dem Song Intruder, wo Phil Collins am Schlagzeug sitzt. In diesem Song sagt Peter Gabriel, ich weiß etwas über das Öffnen von Fenstern. Aus der Folge 66 über Peter Gabriel wissen wir, dass der Herr Peter Gabriel mit seiner Frau und dem John Anthony zusammen ein spirituelles Erlebnis hatten, wo die Fenster plötzlich aufgeblasen wurden, gefolgt von extremer Kälte durch dieses psychische Phänomen. Und auf dem 1980er Album Never Forever bedankt sich Kate Bush bei Peter Gabriel für das Öffnen der Fenster. Und genau dieses offene Fenster steht da jetzt im 1980er Album von Genesis. Und das letzte Stück von Genesis heißt Duke's Travels, also die Reisen des Herzogs und das Ende von Duke, was dann instrumental ist. Und das ist der Songtext von Duke's Travels. Ich bin derjenige, der dich so weit geführt hat, alles, was du weißt und alles, was du fühlst. Jetzt darfst du weiter scrollen. Ja, niemand darf meinen Namen kennen, denn niemand würde verstehen und du tötest, was du fürchtest und du fürchtest, was du nicht verstehst. Ich rufe dich an, weil ich gehen muss. Du bist zum Ende auf dich allein gestellt. Es gab eine Wahl, aber jetzt ist es oder sie weg. Ich sagte, du würdest nicht verstehen. Nimm, was dir gehört und sei verdammt. Das ist tatsächlich der Songtext des letzten Stückes, des auslaufenden Stückes auf der LP Duke von Genesis. So. Und jetzt sehen wir bei, verdammt, ist klar, ist extrem negativ, ne? Ist nicht,
selig gesprochen oder hier God bless, sondern verdammt, also negative Seite. So, und jetzt sehen wir hier bei Phil Collins genau eine weiße Silhouette. Weiß steht für Geist mit sichelförmigem Mond, also Dunkelheit, Darkness. Ja, meinetwegen, jetzt sagt nicht Prinzessin Diana, nur weil Diana jetzt die Mondgöttin ist. Das ist jetzt keine Reminiszenz auf Diana, die war 1981, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt schon Prinzessin gewesen ist. Aber das ist jetzt erstmal hier eine Silhouette vor dem Fenster. Also ein nicht identifizierbares Wesen ohne Gesicht, sondern einfach nur eine Silhouette. Und was ist da mit Phil Collins los in dem Video? Etwas aus Phil Collins geht aus diesem Phil Collins, der da sitzt, heraus und nähert sich dieser Figur an dem Fenster. Wie gesagt, der Trigger ist Fenster. So, und im nächsten Bild haben wir die Reminiszenz mit dem Exorzisten. Da kommt eben der Geist aus dem Fenster heraus, also diese Energie kann auch negativ sein. Weiße Energie heißt jetzt nicht, dass es jetzt reiner Geist ist, das heißt nur, dass es einen Geist anzeigt. Und Silhouette ist immer negativ beschrieben. Ich habe hier eine Reminiszenz von H.P. Lovecraft, einem okkulten Autor auch. So, und bei Silhouette ist es immer hier Fearsome Instant of Deeper Darkness und so weiter und so fort. Es hat immer etwas mit Negativum zu tun, weil es eben nicht greifbar ist, weil es eben nur quasi der Umriss eines Schatten ist. Und damit sind wir dann schon wieder bei den unreinen Geistern, ja, Fallen Angels. So, und wo hat er jetzt denn seine Inspiration her für diesen Songtext In the Air Tonight? Na, von der Inspiration kommt eben von Spirit, habe ich ja schon mal in Folge 8 gesagt, mit Amanda Lear, Beatles und die Drogen. Das kommt eben von Breathe, ja, von dem Atmen eines lebendigen Wesens, Breath of Life. Und das bedeutet auch, dass Inspirieren von Spirit kommt. Und Spirit heißt eine übernatürliche, immaterielle Kreatur, ein Engel, ein Dämon, eine Erscheinung, ein unsichtbares Ding aus luftiger Natur, ja, luftiges Wesen. Also Engel, Dämon. So, das ist schon mal da, wo Inspiration herkommt. So, und das ist jetzt so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt kläre ich auch auf, was In the Air Tonight ist. Es ist seine Invokation mit Satan. Denn die zweite Textzeile hat keinen Lord mehr drin im Text. Die zweite Textzeile ist ein Switch auf die Position des Lords. Ja? Well, wenn du mir erzählst, sagt der Lord jetzt zu Phil Collins, wenn du mir erzählst, dass du absollst, ertrinkst, würde ich dir keine Hand geben. Ich habe dein Gesicht vorher gesehen, mein Freund, aber ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin. Denn ich war da und ich habe gesehen, was du getan hast. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Deswegen kannst du dir dieses Grinsen verkneifen. Ich weiß, wo du gewesen bist. Es ist alles nur ein Riesensack voll Lügen. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. So, Anmerkung von mir jetzt hier, ich habe den Text nachher auch noch übersetzt, aber das geht schneller, wenn wir das jetzt hier im Deutsch direkt machen. Dieses My friend, I've seen your face before, my friend, kann sich wiederum nicht auf seine Frau beziehen. Ja, sie sagt nicht friend zu ihm. Die sagt, wenn, dann, was weiß ich, du Couch Potato oder du, was weiß ich, ja, aber die sagt nicht friend zu ihm. So, und in der nächsten Zeile haben wir die Geschichte wieder umgekehrt. Da sehen wir jetzt die ganze Zeit hinten die Anrede, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Also sagt Phil Collins jetzt wiederum in Erwiderung zum Lord, ich kann es fühlen, wie es in der Luft kommt, oh Herr. Ich habe das ganze Leben auf diesen Moment gewartet, oh Herr. Und ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht, oh Herr. Und ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gewartet, oh Herr. Geht auf der nächsten Seite weiter. Ja? Oh Lord, oh Lord, oh Herr, ich erinnere mich und so weiter. Jetzt kommt der Wechsel wieder. Das habe ich oben vergessen. Hinter oh Lord, kommt der Wechsel auf Satan wieder. Satan sagt zu ihm nun, ich erinnere mich, keine Sorge. Wie könnte ich jemals vergessen, das erste Mal und das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben. Aber ich weiß, warum du weiter deinen Mund hältst. Nein,
Du veräppelst mich nicht. Der Schmerz ist nicht zu sehen, aber der Schmerz, der wird immer größer werden. Es ist kein Fremder für dich und mich. Und dann kommt der große Schlagzeugrhythmus von In the Air Tonight. Tudum, 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 bam, 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 bam. Und ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht. O Herr, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Herr, ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht. O Herr, o Herr. Und ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. O Herr, ich kann es fühlen in der Luft heute Nacht. O Herr, ich habe mein ganzes Leben drauf gewartet. O Herr. Ich kann es fühlen in der Luft, o Herr, ich habe mein ganzes Leben drauf gewartet, o Herr. Das ist das, worum es sich bei der ersten Single aus seinem ersten Soloalbum geht. Und deswegen ist es auch ein toller Hit geworden. Da hat er nämlich Schützenhilfe gehabt. Und In the Air Tonight heißt auf Deutsch In der Luft heute Nacht. Und damit sind wir genau bei dem Fürst der Lüfte. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und ich kann es heute in den Abend in der Luft spüren, o Herr. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet, o Herr. Und damit ist klar, wer hier der Lord ist. Es ist sozusagen der Dark Lord. Ja? Und da er die ganze Zeit in der Ego-Form spricht, ich habe gewartet, ich habe mein ganzes Leben, ich habe in der Luft, ich, habe ich gedacht, da klebe ich doch mal die Frage nach dem größten Gebot rein, die Frage, die Jesus Christus gestellt wurde in der Bibel. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wobei wir hier natürlich für die Leute vielleicht erklärend dazufügen müssen, dass das Gesetz und die Propheten eine andere Beschreibung ist für das Alte Testament. Mhm. Und das macht ganz deutlich, dass Jesus Christus nicht zwei neue Gebote gegeben hat, sondern dass er die 10 Gebote auf 2 Gebote zusammengefasst hat. Das muss hier auch mal eben deutlich gesagt werden, weil da sind viele, die sagen, die 10 Gebote gibt es nicht mehr, dies ist der alte Bund, das zählt nicht für uns. Für uns zählen nur die neuen 2 Gebote, nämlich das erste und das größte Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die anderen 10 Gebote sind abgeschafft. Das ist eine Lüge. Mhm. An diesen 2 Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, das ganze Alte Testament, wo eben Exodus Kapitel 20, die Verse der 10 Gebote mit beihören, hängen an diesen 2 oder hängen an diesem Gesetz, hängen an diesen 2 Geboten. Diesen 2 Eckpfeilern sozusagen. An diesen 2 Eckpfeilern, genau. Ja. Mhm. Was glaubt ihr wohl, warum die Freimaurer immer so 2 Pfeiler stehen haben? Mhm. Ja. Deswegen seht ihr unten drunter den genauen Gegenteil im Satanismus. Aleister Crowley, der Lord of Boliskine, sagt: Tu, was du willst, so ist das ganze Gesetz. Also da geht es wieder um denjenigen, dass der Mensch selber derjenige wäre, der die Gesetze und die Gebote sozusagen aufstellt. Und das ist eben das genaue Gegenteil. Das heißt hier, zu Deutsch heißt das: Folge keinen Geboten. Ja, folge keinen Geboten, sondern mach dir die Welt so, wie sie dir gefällt, so à la Pippi Langstrumpf. Hm? Nur halt ja, Pippi Langstrumpf für Erwachsene. Oder diese Grünen-Politikerin, die das sogar im Bundestag gesungen hat, ne? Das weiß ich nicht. Das kann Claudia sein. Roth war das doch, glaube ich. Ah je. Ich mache mir die Welt, wie die wie sie mir gefällt. Hat die doch gesungen, ja. Im Bundestag sogar. Das weiß ich nicht. Ich gucke solche Sendungen nicht. Na, ich auch nicht, aber so ein Clip ja. Auf YouTube habe ich davon mal gesehen. Das ist hier nicht in den Mund gelegt gewesen. Mhm. Die Leute verarschen uns und sie sagen es uns auch noch, nur keiner glaubt's.
Ja, auf der nächsten Seite sehen wir jetzt nur den Text in Deutsch. Erstmal, das ist letzten Endes alles ganz klar. Das ist jetzt die Übersetzung von dem, was ich eben gemacht habe. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Das nächste, was wir sehen in dem Video, ist, dass eben etwas aus ihm, zu Deutsch sein Geist, eben zugeht auf dieses Fenster. Ja? So, genau. Diese schemenhafte Figur da hinten, diese, was weiß ich, geht dann auf dieses Fenster zu. Ja? So, und in dem Video selber sitzt er jetzt noch da auf der Tür oder sitzt er jetzt auf dem Stuhl und geht zur Tür. Ja? Im Fenster hat er was gesehen und hat gesagt, okay, wie komme ich da jetzt hin? Dann muss ich wohl durch diese Tür gehen und das ist der nächste Trigger sozusagen oder das nächste Codewort sozusagen. Und in dem Moment, wo er das macht, ja, da flasht ihn ein weißes Licht. Also da kommt ihm der ganze strahlende Glanz entgegen und Satan verkleidet sich auch als ein Engel des Lichts. Das habe ich jetzt leider nicht hier reingefügt. Ne? Aber eine Tür öffnet sich und weißes Licht erfüllt den Raum. Da gibt es eine Reminiszenz zu Jim Morrison, und zwar demjenigen von den Doors, zu diesem Stück Break on Through, Through the Other Side. Schließlich heißen die Jungs hier die Türen, the Doors. Und diejenigen, die immer meinen von wegen, ja, wo steht das, tut mir leid, das habe ich alles persönlich kennengelernt, da habe ich viel, viel Zeit und viel, viel Geld und viel, viel Jahre meines Lebens für solche Sachen erforscht. Und deswegen die Tür selber, das ist letzten Endes dann die Variante sozusagen, wenn man dann eben in die spirituelle Welt eintaucht. Ja, das mit dem Fenster, dass dann plötzlich Luft reinkommt, das ist das, dass die andere Seite mit dir Kontakt aufnimmt. Aber wenn du durch eine Tür gehst, dann bist du derjenige, der den Handel macht. Und zwar in dem Moment, wo du die Tür öffnest, hast du den Handel beschlossen. Man sollte das vielleicht auch noch daran denken, dass das eine Bedeutung hat im Zusammenhang mit dem heidnischen Gott Janus, dem zweigesichtigen Gott, der ja das Scharnier ist, das Türscharnier, der Wächter der Tür ist auch. Ja. Und ich meine, hier hinzufügen zu müssen, korrigiere mich, wenn ich nicht recht habe, der Morrison, der Sänger von den Doors, war der nicht der Sohn eines hohen Militärs in Amerika? Ja, das ist richtig. Der war von so einem Flottillenkapitän, was in Richtung, glaube ich, Vietnamkrieg oder so dann sogar ging. Also der war im Endeffekt nicht gerade schwach gestellt, der Jim Morrison. Aber interessanter als sein Vater ist er, weil er nämlich überhaupt nicht musikalisch war und dann plötzlich die super Welthits oder die super Hits schreiben konnte. Ne? Also da haben wir auch ein unerklärbares Talent, was dann plötzlich auf ihm gefallen ist. Und genauso gut, wie er dieses bekommen hat, ist er wohl dann später, wenn ich richtig im Kopf habe, nach Paris oder so gegangen und hat dann plötzlich gesagt, ich will mit der ganzen Musik überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich finde die so doof. Und hat dann letzten Endes dann mit Drogen dann wohl sein Leben beendet, wenn ich richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht jeden aus dem Kopf zitieren, aber man sieht hier einfach bei den Doors zum Beispiel, man sieht eben hier, dass die Doors jetzt eben auch spiegelverkehrt laufen, diese zwei O's von den Doors und ein rundes Emblem ist ja immer ein Zeichen für einen Geist, ja, ein O. Und wenn dieses O dann quasi wie eine Tablette in sich gespalten ist, dann zeigt es natürlich dann auch einen entsprechenden Inhalt an. Ne? Doppelspalt. Ja, toll. Nee, aber mit dem Janus, kannst du dich damit anschließen? Ja, das würde ich jetzt, das ist sicherlich eine Ebene, aber halt im wahren, richtigen Okkultismus, da hängt man natürlich sich jetzt nicht unbedingt an den Göttern auf, da hängt man es an anderen Dingen auf, die halt dann in gewissen Büchern stehen, die halt auch noch teilweise älter sind als das Römische Reich. Deswegen, naja, ganzen Götter, wie zum Beispiel auch Janus, sind ja im Grunde auch nur ein anderer Name für Satan. Ja, ja, natürlich. Deswegen, also welchen Namen du jetzt auch nennst, Doppelgesichtigkeit, nicht nur des Papsttums, sondern so, ist immer ein Zeichen davon, dass es eine sogenannte gute und eine schlechte Seite hat. Und Gott ist allumfassende Liebe und Gott ist allumfassender Geist und Gott ist nicht zweigesichtig. Ne? Gott ist letzten Endes eins, in eins. Ja, das ist niemals in irgendetwas. Und du siehst selbst hier die Doors selber, das ist spiegelverkehrt. Ja, diese zwei O sind noch spiegelverkehrt. Du hast hier einen linke Ei-Symbolismus drin. Ja, so vieles da drin. Und die Doors selber, also sprich Jim Morrison und seine Crew sozusagen, die beziehen sich immer auf ganz, ganz, ganz seltsame antichristliche Bücher. In dem Fall jetzt hier von den Doors, wenn ich das eben glauben soll, dann ist es eben jetzt hier auch ein Cherub mit einem flammenden Schwert. Ja, Break on Through, Through the Other Side, in alten Traditionen und so weiter.
weiter. Und du siehst es auf der nächsten Seite, dass er eben die Inspiration vermutlich aufgrund seines Bandnamens hatte, eben von William Blake. Und der hat also da geschrieben, if the doors of perception, zu Deutsch, wenn die Türen der Wahrnehmung, das ist das, gereinigt würden, würde dem Menschen alles so erscheinen, wie es ist, unendlich. Denn der Mensch hat sich verschlossen, bis er alles durch die engen Ritzen seiner Höhle sieht. Und was hat er denn da direkt unter der Wikipedia-Seite der James Blake? Ha? Den Brudermord von Kain und Abel, Brothers Keeper. Ich habe schon letzte Folge gesagt, das wird keine leichte und das wird auch keine langweilige Folge. So, und dieser William Blake hat ein Buch geschrieben, Die Heirat von Himmel und Hölle. Und damit haben wir natürlich die Vermischung des Heiligen mit dem Profanen. Da steht nur Müll drin in diesem Buch, weil er sich natürlich jetzt auch auf Milton bezieht, jetzt hier Paradise Lost. Das heißt, die Peter Gabriel, Pink Floyd, The Doors, alle haben denselben Ursprung von ihrer Glaubensrichtung, nämlich dass Satan eigentlich sozusagen der Gute ist oder Luziferianismus, wie man das immer haben will. Auf jeden Fall, die haben alle diese ganzen Sachen, dass die eben komplett das Wort Gottes sozusagen verdrehen. Und das ist der Songtext von Break On Through to the Other Side. Der heißt, du weißt, dass der Tag die Nacht zerstört, die Nacht zerteilt den Tag. Versuche zu flüchten, versuch dich zu verstecken. Brich durch zur anderen Seite, brich durch zur anderen Seite. Und die andere Seite ist ja wohl ganz klar. Das ist die Seite, wo die Silhouette steht bei Phil Collins. Das ist die Seite, die dann halt mit dem Wind reingeblasen wurde bei Peter Gabriel. Das ist die Seite, die der Duke sich anguckt bei Genesis. Das ist die Seite, die Kate Bush favorisiert und. Und wir reden alle vom Jahr 1980. Es sind mittlerweile 4 Interpreten, die eine ähnliche Reminiszenz haben mit Fenster und das auch noch in ihren Videos zeigen. Ja? Mach weiter, brich raus und so weiter. Augen, die lügen, dann ist auch ganz klar, jetzt kommt noch das Beste von dem Text. Das Tor ist gerade, tief und breit. Das ist das, was Jim Morrison von den Doors uns erzählt. Ja, und auch da sagt er sogar ausnahmsweise mal die Wahrheit. Das Tor ist gerade, tief und breit. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja. Und das ist ganz klar, dass er natürlich jetzt hier sagt, das Tor ist gerade, the gate is straight, ne? Sagt er hier, die Pforte ist weit, ja, das Tor ist gerade, der Weg ist breit, der ins Verderben führt, das sagt die Bibel. Und er sagt, ja, die Pforte ist gerade, ja, tief und breit. Und damit sind wir natürlich beim breiten Weg, ja? Deep and wide. Oder halt broad, ja? Broad is the way that leadeth to destruction. Das ist das, weil er will uns ja auf die andere Seite ziehen. Er will uns auf die andere Seite von Gott ziehen, also auf die Seite des Antigotts, auf die Seite des Antichristen. Das ist das, wofür dieses Lied da ist. Und dieses Lied sagt auch später noch, she gets high. Also es hat auch noch einen Bezug zu Drogen. Und damit sind wir natürlich dann schon wieder beim Ausgangspunkt. Ja, so, und broad is the way, ja? Ist halt der Broadway, ja. Und das ist eben, dass William Blake ja auch sagt, ne? Also die alte Tradition sagt, dass diese Welt in einem Feuer nach 6000 Jahren untergeht, wie ich von der Hölle selber gehört habe, denn der Cherub mit seinem flammenden Schwert, der wird kommandiert, um halt jetzt hier den Baum des Lebens zu bewachen und wenn er das macht und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber broad is the way, ne? Und broad is the way. Wenn man sich den Broadway mal anguckt, da habe ich links die Originalbilder und rechts habe ich mal geschrieben, the devil, also der Teufel, the devil is in the details. Das heißt also, das, was wir jetzt da aus einer Unmenge von Lichtern und Flackernden und Neon und pulsierendem Leben da sehen, da steht dann rechts drauf, verhext, wicked. Ja? Ich dachte jetzt eigentlich oben drüber, wollte ich mit anfangen, aber egal, genau. So, und da siehst du dann auch diese hellgrüne Farbe der Hexenkunst, ja? Oder meinetwegen auch der Hexe, die da aus dem Zauberer von Oz kommt. Die hat auch diese grüne
unappetitliche Farbe. So, und rechts steht da oben rechts ein Phantom, also eine Maske. Kiss lassen grüßen. Oder halt meinetwegen jetzt auch hier Eyes Wide Shut. Könnt ihr euch aussuchen. So, und diese Symbole, die ihr jetzt da seht, die ich jetzt da angemarkert habe, ja, diese Hexe da oder mit dem schwarzen Hut und dieses Pentagramm, was eins ist, wenn man sich diesen Typen als fünfte Spitze vorstellt, die sind ganz offen heutzutage, werden die halt hier euch gezeigt. Hat dem Motto, ja gut, das ist halt so, wie es ist. Vor ein paar hundert Jahren hätten die Leute noch, die wären da Sturm gelaufen, hätten das Ding angezündet. Zu Recht eigentlich. Aber heutzutage sind wir ja alle tolerant und müssen alles erdulden und erleiden. Ne? Ja, First Amendment, ne? Das ist so, ne? Jeder darf alles glauben und jeder darf alles ausleben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir müssen alle schön tolerant sein. Und deswegen der Broadway, der eben zur Destruction liefert. Ja, in der Zeit, wo ihr euch den Müll da reinzieht, den die da jetzt produzieren mit ihren Filmen, könnte man also besser eine Bibellesung machen oder halt meinetwegen auch hier diese Platte besprechen, ne? Break on through to the other side. Da seht ihr dieses Symbol, was wir gerade auf dem Broadway gehabt haben, in der Church of Satan. Ich meine, how obvious must it be? Also von daher, das ist eben kein lustiger fünfzeigiger Stern, den irgendwie so ein kleines Kind gemalt hat. Nein, ist es nicht. Und die haben alle die Bedeutung. Ne? Das ist es ja eben. Ob es jetzt auf dem Geldschein ist, auf dem Euro-Geldschein ist, die haben alle die Bedeutung. Okay, weiter im Text mit dem Phil Collins. Also Phil Collins geht jetzt hier auf diesen Dings zu, ja, hat vorher, muss ich dazu sagen, habe jetzt ein paar Bilder übersprungen, hat vorher ein paar Türen geöffnet, die richtige gefunden und geht jetzt auf dieses Bild zu und sieht, guck mal hier, der Geist, der draußen steht, ja, das ist mein Spiegelbild. Spiegelbild, der ist spiegelverkehrt. Phil Collins reckt den rechten Arm nach oben und auf dem Spiegelbild im Fenster ist der linke. Das ist also eben jetzt keine Silhouette mehr, sondern das ist er selber. Das heißt, er ist jetzt von diesem Geist sozusagen inspiriert, beseelt. Ja, und das alles findet wann statt? Ne? Im Dunkeln, in the darkness, the other side. Das ist das, was dieses Video hier mannigfach, massigfach aussagt. Da braucht man noch nicht mal halt groß zu studieren. Das ist ja sowas von eindeutig. Das ist eher erschreckend, dass bis jetzt noch keiner mich mal da dran gewagt hat. Ja, und deswegen sehen wir jetzt auch im Video die Veränderung hier mit seinem Gesicht. Ja, plötzlich redet das Gesicht, was er davor vorher hatte. Und aus diesem Gesicht her selber kommt jetzt halt die nächste Aktion in den nächsten Bildern. Und das wird dann halt noch ein bisschen bunter. So. Und da sehen wir jetzt dieses Thermalbild sozusagen, was da sich bezeichnet, was sich da abbildet. Und da seht ihr beispielsweise auch eine Reminiszenz zu der Pink Floyd-Zeile Like Dark Holes in the Sky. Denn seine Körperöffnungen sind jetzt Löcher. Ja, bei einem Negativbild nämlich. So. Wie gesagt, Duke's Travels, Duke's End, diesen Text, das ist der Text, der da jetzt in dem Album von der Gruppe Genesis, wo Phil Collins Sänger und Schlagzeuger ist, eben da jetzt gemacht wird. Du bist zum Ende auf dich alleine gestellt, niemand darf meinen Namen kennen und sei verdammt, ist das Letzte auf der nächsten Seite da wahrscheinlich. Nimm, was dir gehört, also Deutsch, nimm deinen Ruhm und dein Geld und sei verdammt. Das ist das, was da bezeichnet ist. Das heißt, das letzte Lied auf dem Album von Duke, von Genesis, und das erste Stück In the Air Tonight von Phil Collins aus Face Value haben gleichzeitig haben zumindest eine ähnliche Meinung. So, und dieses Lord, wenn das jetzt noch nicht klar ist, dass es The Dark Lord ist, dann kann man sagen, guck mal hier, der Beelzebub oder Baal, also sozusagen der Antigott, der Kanaaniter und der allen möglichen anderen, unter einer anderen Namen jetzt rangierenden Götzeneinheit sozusagen, ja, der heißt zum Beispiel auch hier Herr der Fliegen oder im Englischen Lord of the Flies. Das ist deswegen, da kommt also auch dieser Begriff Dark Lord her, weil dieser Lord halt immer einen Preis fordert. Und das ist eben dann die eigene Unsterblichkeit zu opfern sozusagen, das ewige Leben zu opfern und dann eben einen Vertrag zu machen, um ein Weltstar zu werden. Ich meine, 250 Millionen Platten ist dann wahrscheinlich ein zu verlockendes Angebot. Und Phil Collins wusste ja gar nicht zum Start seiner Solokarriere, wie ihm da geschieht und wie erfolgreich er denn werden würde. Zu dem Zeitpunkt, wo Genesis Duke rausgebracht hat zum Beispiel, war Genesis gar nicht so großartig angesagt. Die großen Hits von Genesis und von Phil Collins kamen erst nach Duke beziehungsweise nach Face Value oder nach In the Air Tonight. Da ging es erst richtig los mit In the Air Tonight. Und danach hat eigentlich erst in den 80ern Genesis die großen Hits gehabt. Hier Invisible Touch Nummer 1, Abercap, We Can Dance, Jesus He Knows Me und Land of Confusion und. Das kam alles erst nach Duke. Und deswegen
ich weiß nicht, wie viele Sachen ich jetzt noch raussuchen soll aus dem Jahre 1980, aber alle Leute hängen da zusammen. Sprich, Peter Gabriel, Phil Collins, Genesis und Kate Bush. Die haben alle zusammen musiziert und die haben alle zusammen von Fenstern erzählt und die haben das sogar auf ihren Covern drauf. Und wenn man sich den Songtext zu In the Air Tonight sich anschaut, da gibt es keine zweite Möglichkeit, außer diesen Wechsel von der Figur Phil Collins als Sänger auf die Figur des Sprachrohrs für den Lord. Und das habe ich ja immer schon gesagt, dass Interpreten oder Schauspieler sind Sprachrohre für die dunkle Seite. Ja? Und das ist eben dann egal, welche Sache man sich jetzt anguckt, hier Zoroastrismus von Freddie Mercury und Co. oder jetzt hier Baal-Zebub als Herr der Fliegen. Man hat immer den Lord dabei. Ja, und das ist eben das, wo hier die Reminiszenz an die Bibel ist, weil die Bibel selber den Baal eben als Lord bezeichnet. Als aber Ahab tot war, wurden die Moabiter von Israel abtrünnig. Und Ahascha fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Genau. Ja, und das ist eben Baal-Zebub, ist dasselbe wie Beelzebub und so weiter. Das sind halt alles so kleine Modifikationen im Laufe der Stämme, im Laufe der Zeit. Und hier haben wir jetzt bei Another Day in Paradise, also auch ein großer Hit, der letzte große Nummer 1-Hit von Phil Collins, genau dieselbe Geschichte da drin, weil es einen anderen Tag für dich und mich im Paradies gibt. Also da ist wieder diese Gotteslästerung drin, wie in Jesus He Knows Me, so nach dem Motto, ach hier, ne, wenn du im Himmel ankommst, ne, dann werde ich dich sehen. Ja, das ist alles hier Unfug ohne Ende. Aber das ist noch nicht der große Hänger. Der große Aufhänger ist die nächste Seite bei aus dem Songtext. Da sagt er nämlich, du und ich im Paradies, oh Lord, da haben wir es schon wieder. Also, auch in Another Day in Paradise ist seine Textzeile drin, oh Lord. Und die hat nichts, aber auch gar nichts mit seiner Ex-Ehefrau zu tun. Seine Ex-Ehefrau nennt er alles Mögliche. Vielleicht nennt er sie auch Mistress oder was, weiß ich. Ich kenne seine Geschichten nicht, aber er nennt sie sicherlich nicht oh Lord. Und alles in diesem Songtext von In the Air Tonight, weil es eben Luft ist, weil es eben der Fürst der Lüfte ist, hat eben mit dem Fürst der Lüfte zu tun, mit dem sogenannten Gott dieser Weltzeit und damit Satan. Da werde ich auch nie von abgehen, weil ich habe mich da jetzt so da mal mit beschäftigt mit dem Herrn Collins. Das ist das, was er ist. Er dient dieser Seite und zwar massiv mit dem Lied In the Air Tonight, das, was jeder kennt. Und wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, aber Lord kann doch auch. Nein, kann nicht. Wenn, dann heißt es der Lord Gott oder wenn, dann ist es in den Bezug der King James Bibel halt einfach gedacht. Aber nicht in irgendeinem Songtext von irgendeinem Interpreten, der von dem eigentlich klar ist, dass er gar kein Christ sein kann, weil er eben sonst nicht so reich werden, nicht so berühmt wäre und auch letzten Endes nicht so komische Musik machen würde, wie zum Beispiel der George Harrison von My Sweet Lord 1970, als die Beatles dann getrennt haben, meiner Meinung nach auch ein absoluter falscher Prophet. Der sagt sogar hier, mein süßer Lord, ja, 1970 und fängt ganz, ganz, ganz harmlos an. Mein Sweet Lord, ja, da kann man so mitsingen und bei WDR 4 und SWF 3 und NDR 2 läuft das immer und das ist alles so super, Michael, der kann doch wirklich nichts dafür. Doch, kann er. Nächste Seite, bitte. Ja, da geht's mich los. My Lord, Halleluja. Also zu euch preiset den Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und plötzlich wird da unten alles grün. Ja, da kommt die Schleimi-Fraktion. Dann sagt er nämlich nicht mehr Halleluja, preiset den Herrn, sondern Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Und das ist letzten Endes dann wieder im Hinduismus gelandet. Ne? Maharishi Mahesh Yogi. So, und später dachte er dann auch noch jetzt hier Brahma, Guru Brahma, das sind alles indische Hauptgötter. Hauptgötter. Schöpfergott. Brahma Stuti Mantra. Da kommt das Guru Brahma von. Das müsst ihr euch alles nicht merken, weil das ist so alles Unfug. Ja, auch wenn man sich jetzt schon wieder eine halbe Million, das ist ganz toll, mit einem Satz kannst du dir eine halbe Million Feinde machen. Das ist unglaublich, was du mit dem Wort erreichen kannst. Gott kann mit dem Wort schöpfen, ich kann mit einem Wort, kann ich nur mir Feinde machen. Das ist echt, wenn man die Wahrheit spricht, das ist man ist echt sowas von unbeliebt. Man kriegt irgendwie nur komische Kommentare von Leuten, die keine Ahnung von Astrologie haben, die keine Ahnung von irgendwelchen Bibeltexten haben, aber die halt einfach sagen, nein, du kannst doch hier mein Idol nicht angreifen. Du kannst doch nicht Freddie Mercury oder Phil Collins oder George Harrison, die machen noch so tolle Musik. Die machen erstmal keine Musik. Die kriegen ihre Inspiration nämlich von oben in the air tonight. So. Und
Das sieht nicht gesund aus, wie der Phil Collins da auf dem Bild auftaucht. Nämlich, er ist nämlich da in Thermalfarben getaucht sozusagen und das ist ein Negativ. Das heißt, alles das, was sonst was sonst natürlich ist, ist da rauskopiert sozusagen. Und deswegen hat es eben nichts mit Gott oder mit irgendwelchen christlichen Inhalten zu tun, dieses Lied, auch nicht mit irgendwelchen lustigen Inhalten, sondern da geht es sich einfach darum, dass er sich bei diesem Lied, mit diesem Lied sozusagen eine Widmung gemacht hat. Deswegen heißt das Ding auch sein Signature Song in Englisch, also seine Signatur, sein Erkennungslied ist In the Air Tonight, weil es das Lied ist, wo er seinem Herrn mit huldigt. Das ist ein satanisches Lied und deswegen fängt es auch mit so einem Grollen an, ja, und ist auch so ein stumpfer, dumpfer Rhythmus, weil es genau so eine Invokationsmelodie zum Beispiel ist und Rhythmus eben, wo man mit muss, wie zum Beispiel bei Peter Gabriel, bei San Jacinto, oder Rhythm of the Heat, ganz prominent mit diesen dicken Basstrommeln da. Babam! So. Und da ist natürlich der Phil Collins doch als Schlagzeuger absolut prädestiniert. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt ja schon fast das Skript durch. Jetzt können wir auch noch ein paar Seiten weiter scrollen. Da kommt auch nicht mehr viel. Außer am Schluss können wir vielleicht noch dieses Video zeigen von Miami Vice. Und dann wird es wirklich ganz, ganz deutlich, was es da ist. Also wie gesagt, das ist jetzt hier Baal und Baal ist letzten Endes in jeglicher Form, egal wo, in Hieroglyphen und so. Man kann da jetzt alles Mögliche, ihr könnt ihn auch Osiris nennen, wie ihr lustig seid. Ja, nur definitiv ist es alles eine Form und ein Name von Satan. Und deswegen hat eben dieser Phil Collins nichts anderes auf dem Kerbholz sozusagen, als sich eben mit der dunklen Seite zu verbünden. Und deswegen kann man sich dieses Video angucken. Und wenn man in Symbolismus geschult ist, dann sieht man direkt, was da abgeht. Na? Und das ist jetzt hier auch eine Form, das ist Moloch, das ist der, dem die Kinder geopfert werden, ja, Feueropfer und Brandopfer und so weiter. Und das ist ein ganz aktuelles Thema. Wir hatten das auch schon bei Peter Gabriel, der auch zu Zeiten von Genesis, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hinten da schon so einen schönen Flügel hinten drauf hatte. Hm? Es interessiert mich jetzt echt nicht, ob das jetzt dieser Flügel ist von einer Fledermaus oder von einem Drachen oder was weiß ich. Die gehören nicht an einen Menschen dran. So. Es gibt ein Buch hier, das heißt Satan, Satan, wie ist dein Garten gesprießt von Phil Collins. Ich weiß nicht, ob der identisch ist, aber ich finde dieses Cover halt einfach mit der Schlange so ein bisschen komisch. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von Phil Collins, dann setze ich noch einen drauf. Ihr seht hier eine Pose, wo die meisten Leute denken würden, ja, das hat irgendetwas Sexuelles an sich. Nein. Die ursprüngliche Bedeutung ist eine ganz andere. Der Mittelfinger, habe ich schon mal erklärt, hat eben eine Saturn-Analogie und damit ist Satan geweiht. Das heißt, wenn ich diesen Finger rausstrecke, dann heißt es nichts anderes als, ich wünsche dir den Tod. Das ist das, was es wirklich heißt. Ich wünschte den Saturn und der Saturn war immer der Planet des Todes. Und jetzt guckt euch bitte dieses Bild in groß an. Das ist die absolute Nummer 1 meiner Bilder für Phil Collins und damit auch Vorhang auf für Hesekiel 28,13. Das ist der Phil Collins mit dem Saturnzeichen, mit dem Teufelsgruß und mit einem der Teufelsgrüße, wenn man so will, die gar nicht so bekannt sind, und einem Tamburin genau da unten bei seinen Weichteilen. Ne? Besser geht's nicht mehr. Weiter ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. O, du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir am Tag deiner Erschaffung, wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel gefüllt worden. Du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. Um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.
Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzten sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Ja, vielen Dank, Jörg. Jetzt seht ihr zum Abschluss hier ein Bild aus der relativ aktuellen Fernsehserie Lucifer. Und jetzt guckt mal nach, welche Musik da gewählt wurde. Phil Collins, In the Air Tonight, bei Lucifer, Staffel 3, Folge 20, Soundtrack. Was für ein Zufall. Mhm. Und komisch, der Lucifer... Komisch, dass das nicht 3,22 ist, ne? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass er wieder einen Ring am Mittelfinger hat. Ne? Mhm. Damit ja, auch am Saturnfinger. Da seht ihr die Gleichheit beispielsweise oder eine ähnliche Sache wie bei Phil Collins mit dem Mittelfinger hier. Ne? Da könnt ihr immer drauf achten, wenn ihr Symbolsprache kennt. Und ein Sessel, der aussieht wie Flügel. Ja, ja, klar. Oder wie ein Horn. So, und wenn ihr Symbolsprache kennt, dann können sie euch nicht mehr veräppeln. Wenn ihr die Sprache sprecht, die die sprechen, dann braucht ihr im Endeffekt die ganzen Lügen nicht mehr, die euch Phil Collins und Co. auftischen. Es hätte zum Beispiel gereicht, wenn ihr die Szene mal gesehen hättet bei Phil Collins, Miami Vice, In the Air Tonight, Brother's Keeper. Da geht es sich um einen Brudermord, oder da geht es sich zumindest um einen Mord. Und das, diese Fernsehserie hat nicht umsonst einen biblischen Titel. Ja? Und das ist eben die Geschichte dazu. Das weiß ich gar nicht. Hast du dieses Video? Sonst füge ich das später da rein. Das ist auch kein Problem. Ich wüsste es jetzt nicht. Wenn das hier nicht zwischen ist, dann nicht. Jesus, he knows me. Nee, das kann sein, dass du das noch nicht hast. Aber dann füge ich das, dann kannst du die Datei ja fertig machen, dann füge ich das später bei und schicke sie dir. Ist ja kein Problem. Das können wir ja alles so machen. Dann seht ihr das nämlich nochmal, da habe ich sogar noch die entsprechenden Bibeltexte reingeklebt, wo das entsprechend kommt. Und jetzt habt ihr Songtext, jetzt habt ihr vier Musiker, die 1980 eine identische Aussage getätigt haben. Ihr habt auch die Cover, ihr habt die Videoclips, ihr habt die Fernsehserien, ihr habt eine ganze Menge Symbolik dabei. Ich denke, also in dieser Folge, die haben wir so vollgestopft mit Informationen. Und ich glaube, das ohne weiteres sagen zu dürfen, das war, glaube ich, jetzt bis jetzt einer der besten Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und damit sage ich erstmal von meinem Part erstmal Danke. Lest eure Bibel, Maranatha von mir und gebe jetzt nochmal ab an den Jörg. Am Ende dieser Sendung weiß man immer erst, wie viel man nicht weiß. Das ist so erstaunlich, was da alles ankommt. Wenn man jemanden hat, wie du, der das sehr gut erklären kann, was der wirkliche, wahre Hintergrund ist, weil die meisten, selbst wenn sie ihre eigene Untersuchung anstellen, bleiben doch immer im Vordergrund hängen, akzeptieren die vordergründigen Erklärungen, die sich in Wikipedia oder sonst wo abgegeben werden, aber du gräbst so tief, dass du da auf ganz einleuchtende Erklärungen kommst und vor allen Dingen das Gute an deinen Erklärungen ist, und deswegen schätze ich diese Videoserie sehr und wahrscheinlich die Zuschauer auch, dass man es wirklich an der Bibel misst. Wenn man die wirkliche Erklärung weiß, wie die Dinge gemeint sind, wie die Liedertexte gemeint sind und solche Sachen, das meine ich jetzt, dann sieht man, wie das wirklich eine Erfüllung dessen ist, was in der Bibel bereits vorher geschrieben wurde. Und genau deswegen ist es so unglaublich, unerlässlich wichtig, dass wir unsere Bibel lesen. Und deswegen verbleiben wir wie immer mit dem Aufruf an euch, um eure Bibel zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Thank you.
How much time we got? 25 minutes.